Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und ich kann heute mit Freude verkünden, dass die Lagerkiste bei mir zu Hause endlich eine Lagerkapazität von 800 hat. Das sind nur 200 mehr. Es geht wahrscheinlich sehr, sehr schnell, dass das wieder voll ist. Aber immerhin, immerhin. Ja, das meiste ist halt Schrott, ne? Muss man dazu sagen, also... Es ist immer das Problem, dass man nichts anderes als Schrott bei sich zu Hause hat. Aber gut. Jetzt können wir wenigstens umso mehr Schrott lagern. Wo soll ich hin? Hä? Hä? Okay. Wir müssen durch irgendeine Tür. Ich habe aber keine Ahnung, wo diese Tür sein soll. Aber gut. Wir werden es schon sehen. Wir laufen hier erstmal ein bisschen rum, gucken, was wir noch einsammeln können. Ist hier wieder was drin? Ja. Ich habe nämlich, wann war das? Vorgestern nur zwei Folgen aufgenommen. Und dann habe ich auf das Update gewartet. Das dann kommen sollte. Ne. Viel ist nicht passiert. Momentan ist halt die Mothman Season. Das heißt einfach nur, dass wir verstärkt Mothmans sehen können. Und ja, toll. Das hat sich ja mal voll gelohnt. Und ja. Die werden uns wegfliegen. Was soll ich sagen? Okay, ich verstehe nicht, wo ich hin muss, aber wir gehen einfach mal diesen Weg entlang und hoffen, dass wir einfach irgendwo ankommen. Ich denke, das ist der beste Plan. Huch. Ach, nur so eine billige Ratte. Und wir brauchen das Fleisch davon, definitiv. Wir müssen wieder ein bisschen Fleisch sammeln. Ne? Rättchen, lauf doch nicht weg. Ist doch früh am Morgen, ich kann doch nicht zielen. Ich krieg's nicht hin. Ja gut. Ah, passiert. Oh. Okay. Die Grubenhauer sind tot. Waren das die Ratten? Oder ist hier ein anderer Spieler langgelaufen? Ja, irgendwie haben die auch Loot dabei für mich, also. Keine Ahnung. Ich denke mal, hier wird es nicht weitergehen, oder? Ach, hier geht's weiter. Dann gehen wir einfach mal hier unten lang, gucken, was da unten ist. Jetzt habe ich mir einen Stim reingezogen, cool. Ho! Hä? Wie einfach verschwunden ist. 2,5-facher Schaden, ja. Habe ich Granaten oder so dabei? Sprengköder. Ja gut, das bringt mir nichts. Die werden wahrscheinlich nicht dahinterher sein. Sag mal, seid ihr blind? Ich nehme es entgegen. So, Red Axe, die Kampfflinte nehmen wir noch mit. Schlüssel des Werkes. Okay, wir müssen demnächst mal wieder ein paar Schlüssel öffnen und wir müssen dann auch mal wieder ein paar Airdrops absetzen. Wir haben nämlich wieder zu viel. Zick. So, was hat mir das jetzt genau gebracht? Patronen. Drei Stück. Ja, nicht wirklich viel. Für drei Patronen musste ich hier den Scheiß knacken. Surprise! Okay, keiner da. Schade. Die hätte mich wahrscheinlich sowieso umgeboxt. Oh. Wir lassen lieber kämpfen, ja. Also, ich muss mich da jetzt nicht unbedingt einmischen. Ach, schade. Zu spät. Ich glaube, der Ghoul hat keine Chance. Vielleicht sollte ich ihm helfen. Ja, oh, wieso schießt er direkt auf mich? Die wissen noch nicht mal, wo ich bin. Aber Hauptsache schießen. Wo sind wir hier? Im Amiland oder was?
Okay, jetzt haben sie mich entdeckt. Jetzt mache ich keinen Schaden mehr. Aha. Das sind viele. Ja, wie? Ist ja gut. Schießt er mir in den Rücken. Oh, ich hab Hunger. Hm. Schwarzer Diamant. Ja, nö. Ich warte mal kurz eine Sekunde. Vielleicht vergessen die mich einfach. Ah, siehst du mal. Weißt du, sehen mich nicht, aber schießen. Da sind mir die richtigen. Hier kriegst du ein paar Headshots, Junge. Okay, es bringt nicht wirklich viel. Die Waffe bringt halt nur was, wenn die mich nicht sehen. Wieso war da jetzt zwischendurch ein Schleichangriff? Hat er mich echt vergessen, währenddessen ich ihn angeschossen habe? Geht das überhaupt? Ich bin mir nicht so sicher, ob das so wirklich richtig war. Oh. Habt ihr hier eine Werkbank? Das wäre echt nice. In den Rücken. Wie gefällt dir das, wenn ich dir mal in die Rücken schieße, hä? Oh, ich bin nie hier gewesen. Doch. Das war eine Rakete. Hier im engen Gang wirst du wohl keine Rakete zünden, oder? So dumm wirst du ja wohl nicht sein. Alter, weg mit deinem Raketenwerfer, Mann! Ich stehe vor deiner Fresse! Das kannst du nicht machen. Hä? Achso, der hat eine andere Knarre in der Hand. Oder schlägt er mich? Nee, der muss mich. Ich glaube, der schlägt mich. Hä? Das war seltsam. Fleischerhaken. Nö, ich war mit. Kenne ich noch nicht. Okay, ich muss sagen, da waren verdammt viele. Oh, Bleischrott. Ein Sturmgewehr, das hier rumliegt, okay, und eine Menge verrottetes Fleisch. Nein. So, wenn wir hier schon mal mitten in den Fliegen stehen, sollten wir auch was essen. Habe ich denn noch was? Nichts gekochtes, glaube ich, ne? Nee. Na gut, müssen wir warten, müssen wir einen Kochtopf finden. Ich weiß nicht, wenn ich verhungere. Ich habe es ja noch nie getestet, weil ich immer was gegessen habe. Verliere ich denn Leben? Oh, eine Werkbank, perfekt. Da können wir auch die Raketenwerfer mitnehmen. Metallrüstung. Okay, Fleischerhaken. Okay. Ah, Gesundheit, Zero. Danke, Zero. Kriegen immer noch Sachen dazu, finde ich nice. Und ein Sturmgewehr, ein neues. Ich glaube, für die 5,56er haben wir eine andere Waffe, ne? War, glaube ich, auch schon Sturmgewehr. Bin mir gar nicht so sicher. Aber wir nehmen das einfach mal weg hier. Und dann haben wir ja noch die Rüstung, die wir gerade bekommen haben. Die kann auch weg. Genauso wie du. Da bekommt man kaum Mods. Verstehe ich nicht. Liegt das daran, weil ich das noch nicht geskillt habe? Kann das sein? Nee. Gut. Kochtopf habt ihr hier nicht zufällig gehabt? Geht doch. Oh, Schrauben. Klebriger Teer. Zählt das zum Klebertyp dazu? Selbstgemachter Kleber. Hm, davon habe ich bald eine Menge.
So, Wasser, irgendwas. Wassersystemüberwachung und Steuerung. Statuspumpe 1. Außer Betrieb seit 3. Dezember 2022. Zweite Pumpe. Auch außer Betrieb. Außenpumpe. Wieso 2022? Was soll denn der Scheiß? Wasserstand. Unbenutzbar. Überlauf. Leichte Pfütze. Trocken. Okay. Unbenutzbar also. Radioaktivität des Wassers. Tod innerhalb von 2 Wochen. Tod innerhalb von 30 Tagen. Strahlungsexposition führt zu Erbrechen. Und momentan Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen. Verzehr einer Banane? Was? Türfernsteuerung. Status offen. Eine Frage. Was soll dieser scheiß Computer hier? Und wieso kann ich bitte sehr die Tür damit öffnen? Hä? Ist hier wenigstens irgendwas Brauchbares drin? Oh, Schießpulver, wow. Hier nehme ich die Plasmagranaten mit. Für den nächsten Roboter. Können wir mal drauf werfen. Okay, das war enttäuschend. Ich finde manchmal die Fester seltsam. Dieser Weg hier ergibt nicht mal einen Sinn. Okay, da höre ich einen Gegner, das heißt, wir gehen hier entlang. Ach, der... Das ist der helle Wahnsinn, Leute. Der helle Wahnsinn, wo man hier überall hinkommt. Wieso liegt hier eine Grubenlampe? Oh, Rezept. Überraschung. So, das nehmen wir mal alles mit. Oh, ich bin wirklich am Sterben, weil ich verhungere. Okay. Wir müssen etwas essen. Ich werde höchstwahrscheinlich krank. Essen 20%. 10. Essen wir die Honigwabe, was soll's. Hoffen, dass wir bald mal einen Kochtopf finden. Oder hier rauskommen. Oder vielleicht was zu essen finden. Irgendwas wird ja wohl hier zu finden sein, oder? Normalerweise findet man überall was zu essen. Ja gut, der ganze Weg hier war auch für den Arsch. Ja, nice. Gibt es hier was zu essen? Nö, aber nur eine Werkbank, die nehme ich auch mit. Nein, nicht meine Waffe kaputt machen. Kampfflinte. Momentan führe ich ein Kampfgewehr mit 47 Schaden. Nee, das ist mein anderes da. Eine Pumpgun mit 93 Schaden. Aber Stufe 50. Habe ich noch so weit entfernt? Das lohnt sich nicht. Den Scheiß mitzuschleppen. Ich muss es leider immer in Betracht ziehen, was ich nehmen kann und was nicht, weil meine Truhe nun mal nicht so viel fassen kann. Und ich gerne halt auch genügend Schrott dabei habe. Komm schon, gib mir was zu essen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Hier muss doch irgendwo eine Küche sein oder irgendwas. Irgendwo müssen die Leute auch gegessen haben. Völlig sinnbefreit. Völlig... Keine Ahnung. Essen? Zigaretten kann man nicht essen. Umleuchte, Baseball. Es gibt aber was zu essen, Mann. Oh, Klebeband. Zwar auch nichts zu essen, aber ich nehm's. Ich weiß, dass ich vor Hunger spiele. Du musst mir das nicht sagen. Vielleicht hätte ich meinen Schrott verwerten sollen. Wäre das vielleicht eine gute Idee gewesen? Wo war nochmal die Werkbank?
Hier unten, ne? Direkt bei 10 Gewicht gespart, nice. Ja, dann ziehe ich mir halt jetzt hier die Leuchtpilze in die Nase, ist mir egal. So, ein bisschen leuchtendes Fleisch wird mir schon nicht schlecht tun, hoffe ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie ein bisschen schwammiger laufe. Kann aber auch nur der Placebo-Effekt sein, okay. Ich bin verwirrt, wo wir jetzt sind. Hä? Hey, war ich hier nicht gerade schon? Nee. Hier liegen überall Zigaretten rum. Na toll. Hey. Ist das hier verwirrend? Hier wird irgendwie nichts zu nichts. Meine Quest führt mich da hinten hin. Gut, dann gehen wir halt da hinten hin. Hier scheint es ja nicht irgendwie so spannend zu sein. Da wird wahrscheinlich auch nur ein Loch sein. Oder irgendwas drin. Da lohnt sich gar nicht hinzugehen. Ich könnte vielleicht noch mir ein bisschen... Du leidest an Nährstoffen. Ach so. Ach, deswegen verhungere ich. Oh Gott, wie lange hält das noch an? 12 Minuten. Ja, ach, was soll's. Die 12 Minuten kann ich noch warten. Da verschwende ich kein Heilmittel für. Stimmt, wir haben uns ja letztens angesteckt. Durch, das war durch die Zecken, die wir gesehen haben. Das heißt, schon ein bisschen länger her. Und hier war ich doch gerade eben erst, oder nicht? Sieht alles hier so gleich aus. Was, Event? Was für ein Event? Uranaustausch. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, ne? Also... Dafür die Konsole, ah. Extraktionsvorgang eingeleitet. Halten Sie sich bitte während des Betriebs von den Extraktionseinheiten fern. Ich bin nicht hier. Feindliche Eindringlinge entdeckt. Die Mitarbeiter der Front fordert, die Eindringlinge zu entfernen, bevor Schäden an den Extraktionseinheiten auftreten. Ey, wie, ich treffe ihn nicht. Ich geh mal hier rein, ja. Ja, lass doch schneller nach. Bitte. Wie wurde ich gerade... Wie zur Hölle schießen die Bian? Alter, lass doch mehr... Lass doch mehr als eine Kugel nach. Das kann doch nicht sein. Ich weiß, es bringt nichts, aber ich werde einfach mal Plasmagranaten werfen. Ein bisschen Schaden wird das hier verursachen, ne? Besser als gar nichts. Oh Gott, verzieh dich. Ja doch, hat schon ordentlich Schaden gemacht, muss ich sagen. Oh, ich bin überladen, mal wieder. Oh, hi! Oh, ich bin nicht allein! Okay, damit kann ich leben. Hast du zufällig was zu essen dabei? Einer von euch? Ah, gut, ja, hi, hier. Warte, wo ist hi? Ja, nein, ich bin verwirrt. So, hier, nein, oh, ja. Das auch. Hallo. Das heißt, meine Granate hat vielleicht doch nicht den Schaden gemacht, den ich dachte, sondern ich habe Hilfe bekommen. Okay. Stelle verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person bitte vom Gelände entfernen. Oh. Oh, 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 oh. Oh, gib mir Loot.
Minus Schaden durch Verbrannte, toll, hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Ausreichende Uranmenge 246. Ausgabemenge erhöht. Kranker Typ. Wie hier einfach so plötzlich so ein Event ausgebrochen ist, finde ich lustig. Na gut, suchen wir zumindest mal die nächste Werkbank wieder auf. Wir haben jetzt Zeit, die Kollegen machen das schon. Das habe ich gehört. Alter. Mit einem kleinen Messer. Da wollte ich hin. So. Wieso bekomme ich endlich diesen Buff? Ich habe wohl mit diesen Buffen nichts am Hut. Aber jedes Mal kriege ich den. Ja gut, wir müssen jetzt noch 4 Minuten hier chillen. Gucken mal, dass wir irgendwo hier noch von den Leuten die Munition klauen können. Oder irgendwas. Wo ist eigentlich jetzt meine Mainquest? Da hinten. Stelle verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person bitte vom Gelände entfernen. Ich check einfach nicht, wo wir hin müssen. Naja. Wir gucken uns gleich mal in Ruhe um. Loot, 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 Loot. Powerfaust. Naja, gut. Nicht der krasseste Schissel. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Nee, der ist das nicht. Hä? Stand da hier was von Powerfaust oder war das hier? Hey! Vorkampf beginnt plus 100% Wattpräzision. Ja gut, auf der Nahkampfwaffe ist das jetzt nicht so geil. Es werden immer mehr. Was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, dass diese Quest quasi sehr wichtig ist. Und wir Glück haben, hier zu sein. Und ich fühle mich irgendwie in deren Gegenwart schwach. Ich weiß nicht warum. Oh. Wir müssen wir voll aufpassen, dass wir keinen legendären verpassen. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Stelle verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person wird vom Gelände entfernt. Weißt du was, eigentlich kann ich auch meine Nahkampfwaffe rausholen, ganz ehrlich. Dafür muss ich keine Munition verschwenden. Ich bin schon wieder überladen. So. Ach stimmt, ach ich kann ja legendäre Waffen gar nicht auseinanderbauen. Der Schaden ist schon nice, aber Stufe 40 habe ich noch lange nicht. So, 28 Sekunden und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht kommt hier so ein fieser Endboss. Der einen richtig geilen Loot fallen lässt.
Bist du legendär? Oh. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Was ist das? Hey, Event abgeschlossen. Nice. Die Belohnung war enttäuschend. Nicht mal was zu essen dabei gewesen. Wie soll ich denn überleben? Okay, weiter zur Quest. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Keine Ahnung. Hä? Ach, da ist das Symbol vom Spieler, wenn das eingenommen ist. Oh. Interessant. Ich habe keine Ahnung, wie wir... Oder wo wir hin müssen, besser gesagt. Exit? Ach, hier war die Werkbank, okay. Das kann mir aber egal sein. Ich verstehe das nicht. Wo zur Hölle soll ich denn hin? Hä? Ich check's nicht. Weil wenn ich Richtung Exit gehe, gehe ich doch nur wieder zurück. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht hier drin ist. Dass ich umsonst hier die ganze Zeit rumlaufe. Ja gut, umsonst war es jetzt nicht. Ja, ich muss raus. Nee, das ist der Öffner, den spinnt. Verarsch mich nicht, Spiel. Warte, Nebenquest, sonstiges. Ah, seht ihr, das Spiel wollte mich schon wieder verarschen. Ich habe ja gar keine Questmarkierung. Wir gucken nochmal kurz hier in den PC rein. Wir haben uns das alles hier durchgelesen, ne? Gute Beute. Eine sah aus wie du, bla bla, fing an zu schreien, und zwar noch Rachiakre, bla bla, ja. Jetzt gehört sein Vorrat allen und er dient als Mahnung, nicht gierig zu werden, okay? Ich hab keine Ahnung. Leute, ich würde sagen, ich lese mir das alles jetzt nochmal durch, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie mehr weiß. Wo wir diese komischen Dinge ins Kirchen finden. Und dann ja. Sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.